Hallo zusammen, jetzt machen wir weiter mit am Parfait. Also wie ich schon im letzten Video gesagt habe, es gibt zwei Ausnahmen für die Bildung von Verben in am Parfait. Erstens, die Ausnahme gilt für die Verben, die mit CER enden. Hier habe ich ein Beispiel von Verb commencer. Commencer, bedeutet anfangen. Je commence mes études. Ich fange mit meinem Studium an. Und ein anderes, die anderen Verben, für die eine Ausnahme auch gilt, sind Verben mit GER. Und hier, ich habe ein Beispiel gebracht vom Verb ranger. Ranger, das bedeutet aufräumen. Je range ma chambre. Ich räume mein Zimmer auf. Ja, genau. Also jetzt für die Bildung, für diesen Verben, also wie wir schon wissen, wir nehmen den Stamm, also das Stamm von esse Plural von nu. Also hier nu, diesen Stamm benutzen wir für am Parfait. Hier in Verb commencer, falls ihr was bemerkt habt, hier haben wir ein C, aber in Präsenz haben wir ein CCD. CCD heißt das auf Französisch. Warum haben wir dieses CCD? Damit wir einfach sprachlich nicht sagen, nous commençons. Das existiert nicht auf Französisch, deswegen machen wir diese CD, damit wir das als C aussprechen können. Und daher benutzen wir trotzdem diese Regel von Stamm von nous, also wir werden diese commençons, diese hier, das hier benutzen, ausnahmeweise nicht für nous und vous. Das ist jetzt die Ausnahme, die wir haben bei diesen Verben, die mit CR enden. Aber es ist ja noch trotzdem klassisch bei der Endung. Je commençais, tu commençais, il commençait, elle commençait, on commençait, nous commencions, vous commenciez, il commençait. Hier haben wir diese CCD nicht und hier auch nicht, weil die Regel sagt schon, dass C vor einem I als C ausgesprochen wird und nicht als K. Das war's mit der ersten Kategorie von Verben. Also jetzt gehen wir zu der zweiten Kategorie von Verben, die mit einem GER enden. Hier habe ich ein Beispiel von Roger gebracht, wie ich gesagt habe. Wir nehmen diesen Stamm von nous in Präsenz. Wir formulieren das so, nous rangeons. Also ich weiß, es gibt ein E, aber es ist nicht nur rangeons, sondern nous rangeons. Also diese E nach G ist einfach, damit wir nicht nous rangeons sagen, weil das eben nicht auf Französisch existiert. Deswegen sagen wir einfach nous rangeons mit einem E hinzugefügt. Dieser Stamm bleibt natürlich in je, tu und il, ausnahmeweise in nous und vous nicht, aber in il und elle wieder. Und dann sagen wir je rangeais, tu rangeais, il rangeait, elle en rangeait aussi, nous rangions, vous rangiez, il rangeait. Also zusammenfassend, bei diesen Verben, Regel von Stamm bei nous existiert, doch ausnahmeweise nicht in am Parfait bei nous und vous, dann müssen wir das flexibel fixen. Also es ist ja einfach auch, also es muss ja nicht unbedingt eine Regel sein, also man muss ja einfach denken und sagen, nous rangeons, ob das existiert, nein, also einfach ein Sprachgefühl dafür haben. Aber wenn nicht, dann einfach diese Regel anwenden und dann wird das in Schreiben super klappen. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in nächsten Videos. Ciao, ciao.